Hallo liebe Grillfreunde, hier ist wieder euer Team von Zackpfeife Barbecue Weimar. Heute machen wir wieder was auf dem Drehspieß, ein klassisches Gyros und wie immer zeige ich euch erstmal die Zutaten dazu. Ja Freunde, wir machen ein Gyros. Für ca. 2 Personen brauchen wir auch nicht viel Fleisch. Und zwar habe ich hier vom iberischen Duroc einen Schweinerücken. Man sieht schön hier den Fettdeckel, den lassen wir auch dran. Ansonsten ist es ein recht mageres Fleisch, aber das ist ganz in Ordnung, das funktioniert schon. Dann brauchen wir einen Joghurt, wir haben hier griechische Art, dann Olivenöl, dann verwende ich mal von Don Markus eine Gewürzmischung extra für Gyros, das Dancing Shiitake, probieren wir mal aus, wie es ist. Ihr könnt euch auch eure Gewürzmischung selbst machen. Dann brauchen wir Zwiebelpulver und Knoblauchpulver. Ihr werdet euch wahrscheinlich fragen, ja, das ist sehr pulverlastig heute. Wir probieren es einfach mal aus, wie es schmeckt. Man kann immer zurückgehen auf frische Zutaten. Freunde, wir schneiden das Fleisch jetzt auf in dünne Scheiben. Also dünn heißt kein Carpaccio, sondern so um die 5 mm wäre das Ziel, sagen wir mal. Also nicht unbedingt 2 cm. Marinieren wir jetzt. Wir haben unsere Zutaten für die Marinade schon portioniert. Alle Zutaten findet ihr wie immer unten in der Infobox. Wir beginnen mit unserer Marinade und nehmen zuerst den Joghurt. Das ist hier ein ganzes Kilo, also die Hälfte. Dann nehmen wir unsere Don Markus Gewürzmischung. Zwiebelpulver, Knoblauchpulver und zuletzt unser Olivenöl. Und verrühren das Ganze. Die Gewürzmischung ist jetzt fertig, die sieht so aus hier. Riecht klasse, schmeckt doch klasse, sehr intensiv. Jetzt nehmen wir eine Scheibe oder die Scheiben dann, drehen die. Das würde man panieren und legen die in eine Schüssel. Und das machen wir jetzt für alle Scheiben. Alles schön mariniert und eingeschlichtet. Ihr seht, es kam noch was übrig. So, da machen wir einen Deckel zu und das kommt so bis morgen in den Kühlschrank. Hallo liebe Grillfreunde, Tag 2 für unser Gyros. Der Grill ist schon vorgeheizt und wir stecken jetzt den Drehspieß zusammen. Freunde, wir haben hier eine große Gemüsezwiebel, die nehmen wir her als Anschläge für den Drehspieß. Das werdet ihr dann gleich sehen, wie ich das meine. Wir schneiden die Zwiebel genau so hälftig. Ihr braucht die Schale nicht unbedingt abmachen. Drehen die rum und nehmen, da geht doch immer ab, so. Nehmen so einen Apfelstecher, Apfelkerngehäusestecher oder wie die Dinger heißen, und machen uns ein Loch rein, wenn es geht. Einfach drehen. So, ja, ja, drehen, drehen. Ein kleines Zähnchen dran. Drehen ist die Kunst. Und bei dem machen wir das genauso. Wir nehmen jetzt das eingelegte Fleisch, was mittlerweile sehr gut mariniert ist, und nehme ein bisschen Marinade vom Fleisch weg. Tupfen das bitte ab.
Nur ganz grob. Nur ganz grob. So, legen das ein bisschen extra. Wir bestücken unseren Spieß. Ich fange an mit der Zwiebel. So sieht unser Gyros-Spieß aus und so kommt er in die Rotisserie. Unser Grill ist vorgeheizt und wir hängen jetzt den Spieß rein. Die Grillkörbe, die Feuerkörbe, Kohlenkörbe sind jetzt vorn und hinten. In der Mitte haben wir eine Abtropfschale. Ja, und jetzt lassen wir das mal so eine Weile grillen. Und dann schauen wir mal in 10 Minuten einfach mal nach. So, dann machen wir den Deckel auch noch zu. Mit der Öffnung zur Längsachse des Spießes. In der Zwischenzeit zeige ich euch unsere weiteren Zutaten. Speziell dann für die Füllung der Pita oder Brottaschen. Da haben wir hier die Pita, die ist schon gegrillt. Müssen wir noch ein bisschen abkühlen lassen. Dann unser Quark-Joghurt-Dip. Dazu findet ihr unten einen Link zum Video und die Videonummer. Dann schwarze Oliven, Feta, Romana-Salat, eine Zwiebel und Tomaten. Wir schneiden das jetzt ein bisschen her, damit wir es dann alles beieinander haben zum Füllen. So, als erstes schneiden wir mal die Pita auf. Ungefähr so 2 cm nehmen wir daher. Seht ihr, da haben wir hier die Taschen. So, wunderbar. So, liebe Grillfreunde, wir haben unsere weiteren Zutaten für unsere Gyros-Pita beieinander. Wir haben alles hergeschnitten. Die Tomaten, den Romana-Salat, Zwiebeln, den Feta, die Oliven. Und hier ist ja unser Dip. Ja, und da gehen wir an den Grill und schauen mal, was unser Spieß macht. So, Freunde, eine Viertelstunde ist vorbei. Wir schauen mal nach, wie es aussieht. Oh ja, ich zoome euch mal ran. Mhm. Mmh. Oh, das riecht auch total gut. Wunderbar. Brauchen noch ein bisschen. Mhm. Okay, bis später. So, Freunde, die ersten Tranchen werden wir mal abschneiden. Ich habe vorhin schon mal gekostet hier. Schmeckt klasse, wunderbar. Also, wir hätten doch einen ganz langen, wir hätten 2,5 Kilo gehabt, wir hätten doch mehr machen sollen, aber für zu zweit langt das völlig aus. Okay, ich nehme jetzt mal den Spieß aus. So, ich denke mal den Spieß wieder rein. Die nächste Lage. Und Deckel drauf. So, liebe Freunde, wir fangen jetzt an mit unserer Pita. Wir füllen. Wir nehmen zuerst die Soße. Tasche aus. Das ist nur ein Serviervorschlag. So, Freunde, ein richtig vollgeladenes Teil. Unsere Gyros-Pita esse ich jetzt mal. Ja, Freunde, eine super Sache. Einfach das Resultat ist spitzmäßig, es macht Spaß, sowas zu machen. Es ist ja immer was Schönes, im Drehspieß Gericht zu machen. Und schmeckt natürlich. Wichtig ist natürlich das Einlegen. Das Fleisch ist okay. Das Duroc, das ist Schweinerücken, kein Nacken gewesen, sondern Rücken. Das ist voll tauglich für sowas. Ja, und da wünsche ich euch eigentlich viel Spaß beim Nachmachen.
Und wenn euch unser Video gefallen hat, würde ich mich freuen über einen Daumen nach oben, über einen netten Kommentar. Und damit ihr keine Folge mehr verpasst, würde ich euch empfehlen, unseren Kanal zu abonnieren. Ansonsten sehen wir uns wie immer beim nächsten Video, wenn es wieder heißt, euer Team von Sackpfeife Barbecue Weimar. Macht's gut, Freunde. Tschüss.